Schießt einfach mal ins Dunkel rein. Genau, ich umschleiche euch ganz geschickt. Denn wenn ich was habe, dann Lebenserfahrung. Und das ist das Einzige, was mich hier vielleicht am Leben hält. Howdy, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und wie im letzten Video versprochen, wo wir uns ja hauptsächlich mit dem FOB-Training beschäftigt haben, geht es nun in eine neue Mission und auch tatsächlich mal in eine Hauptmission. Ich habe mich jetzt dann vorerst doch gegen die Nebenoperationen entschieden. Solange ich hier einigermaßen durchkomme, versuche ich die Hauptstory voranzutreiben, weil ich mir ein bisschen Sorge mache, dass ich dieses Let's Play in diesem Jahr nicht mehr abschließe. So, Lust habe ich, nur die Zeit fehlt mir und wir gucken einfach mal, wie das dabei rausgeht und wie weit ich jetzt eben in den Hauptmissionen komme und vor allem, wie viel Lust ihr da draußen auch habt, euch diese Nebenmissionsgeschichten eben mit anzugucken. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. McRalph, du hast erst Mission 22 von 50, spiele bitte die Hauptmission oder nee, McRalph, wir möchten auch gerne die Nebenmission sehen. Ich freue mich auf eure Meinung. Gut, es geht in Mission Nummer 23, die Weiße Mamba. Eliminieren Sie die militante Gruppe im Dorf Masa, die Siedlungen in der Nähe geplündert hat. Angeblich soll es sich dabei um Kinder handeln. Wenn Sie Ihren Kommandanten die Weiße Mamba rausholen, wird die Gruppe auseinanderfallen. Wir hören uns ganz kurz die Infokassette dazu an. Boss, the CFA soldiers deployed to Bwala Yamasa have been annihilated. There are no signs of combat, nor any endemic disease. All the adults just disappeared. Only children were left. All those kids were ever taught was how to fight, and now they're free of the control of adults. They've become a regular bunch of marauders, raiding nearby villages, beating people and destroying property. Our contract comes from the government. We're to locate this militia, these kids, and kill them. But I say we do this the Diamond Dogs way. The government wants these raids to stop. We can see to that. But not by killing kids. We're going to disarm, demobilize, and reintegrate them. A DDR operation. To begin with, extract their commander to Mother Base. Once they lose that kid, the one they call White Mamba, the rest of the group will fall apart by itself. Ja, das ist immer eine nettige Regierung. Bitte gehen Sie dorthin und töten alle Kindersoldaten. Ja, zum Glück machen wir es auf die Diamond Dogs Art. Was natürlich auch ein Wink mit dem Zaunfall war, dass wir natürlich keine Kinder töten sollen. So, dann brauchen wir auch keine Scharfschützen. Dann würde ich mal eher sagen, nehmen wir einen Hund mit, der für uns sämtliche Kindersoldaten eben rechtzeitig aufspüren kann und natürlich auch den Anführer. So, hat er eigentlich irgendwelche... Naked? Nee, gut. Ja, egal. Die Ausrüstung brauchst du nicht, aber du siehst ja super schick aus. Super futuristisch. So. Mission starten, Ausrüstung ist soweit auch alles klar. Aktuelle Zeit, welche ist denn das? Das sehe ich jetzt hier wieder nicht, ne? Das ist wieder doof. Aber, ja, wir machen mal Abend. Abend ist immer gut. In den letzten Missionen ist mir dann doch aufgefallen, dass man bei Tageslicht doch viel zu sehr gesehen wird. Erklärt sich irgendwie von selbst. Macht irgendwie Sinn? Tja, und die Weiße Mamba sollten wir ja auch bei Nacht gut sehen. Tja, wenn einem keine lustigen Sprüche einfallen lassen, dann halt sowas. Ah, oh, manchmal machen meine Sätze überhaupt keinen Sinn. Oh. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich sagen wollte. Spiel fortsetzen, McRalph halt die Klappe und Spiel. Episode 23, die Weiße Mamba. Mamba. Capture the White Mamba, the child soldier's commander, and bring him back to Mother Base. First off, head for Bwala Yamasa. Gut. Gidok hat seine Gummistiefel an. Das ist schon mal von Vorteil. Und es sieht nach Schmuddelwetter aus da draußen in der afrikanischen Steppe. Ich habe gar keinen Blick auf die Karte geworfen. Vorhin so richtig. Ach, hier, ach ja, genau. Hier oben ist das Ölfeld. Ah, und das ist das Dorf mit dem Schiff, wo ich ganz am Anfang nicht reingegangen bin. Siehst du mal, nun trägt mich die Mission dorthin. Also, alles wird gut. Holen Sie die Weiße Mamba raus, solange sie nicht beißt. No problem. Gut. Mein Lieblingsbegleiter Didok habe ich auch dabei. Der Gute erschnüffelt mir nämlich wirklich alles. Sei es biologisch oder nicht. Ja, schon biologisch. Pflanzen und Menschlein, was ist das denn? Ich wollte jetzt sagen, das ist Pequod, ne? Wirft mir da für einen komischen Schatten, ey.
So. Oh. Schon was gesehen? Oh ja, tatsächlich. Das sind auch tatsächlich alles Kindersoldaten. Na, ist ja super. Und Helme tragen sie auch noch. Da war doch noch einer. Oh, es sind sogar mehrere. Uiuiuiui, warte mal. Alter, sind das viele. Wollen wir die umgehen, die Doc? Ich glaube, die umgehen wir. Töten darf ich sie eh nicht. Alter Falter. Ja gut, klar, es gibt natürlich immer Ressourcen, aber ich meine, Kindersoldaten. Was will ich denn mit noch mehr Kindersoldaten auf der Mother Base? Die sind so jung, die darf ich gar nicht anstellen. Wenn mir da das Jugendamt auf die Schliche kommt, ist es... Da haben wir alle keinen Spaß dran. Okay. Ne, wir begeben uns jetzt einfach mal direkt... Aber wir können die Kinder doch nicht im Stich lassen, oder? Es sind 8 Stück, Alter. Und ich laufe genau in den Scheinwerfer. Das ist ja auch super clever. Ach, na komm, okay, Dido. Ich habe dein Schnüffeln richtig interpretiert. Lieber Snake, du kannst doch die Kinder hier nicht zurücklassen. Ja, du hast ja recht. Wenn die Kinder nicht alle Helme auf hätten, ne? Das ist echt lästig. Ah, Kinder haben so gute Augen. Okay, rechtzeitig in Deckung gegangen. Sie sind zumindest nicht hellhörig geworden, sagt man das so. So, hier, warte mal, den afrikanischen Pfirsich nehmen wir noch mit. Yummy. Boah, es sind echt viele. Wenn ich den jetzt hier ausschalte, werden natürlich alle alarmiert, ist klar. Der hat keinen Helm auf, ne? Sehr gut. Kamerad, bleib mal stehen. Sehr gut, genau darauf habe ich gewartet. Oh, 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 oh. Warum erwische ich den denn nicht? Du willst mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Kinders. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier alles in Alarmbereitschaft gesteckt. Alter Falter. Naked Snake von Kindern besiegt. Also, ich habe dem doch dreimal direkt... Also, sorry. Ich habe ihm dreimal direkt ins Gesicht geschossen. Entweder die Kollisionsabfrage war jetzt richtig mies, oder, was ich vielleicht aus der Perspektive nicht richtig sehen konnte, dass vielleicht D-Dog im Weg war. Ja, da ist er, der gute Junge. Super. War eine super Idee von dir, D-Dog. Und jetzt habe ich den ganzen Kindergarten am Hals. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber zumindest wecken sie ihre Kameraden nicht auf, ne? Also, sie haben halt nie das Soziale gelernt, die armen Kinder. So. Siehst du mich jetzt echt, oder was? Ich will gerade hier Blümchen pflücken, ey. Lass mich jetzt für meinen Wermutschnaps. Oh, das ist ja echt böse. Und ich darf sie ja nicht töten. Also, ich will sie ja auch nicht. Gottes Willen. Nein, will ich ja gar nicht. Aber... Schießt einfach mal ins Dunkel rein. Genau, ich umschleiche euch ganz geschickt. Denn wenn ich was habe, dann Lebenserfahrung. Das ist das Einzige, was mich hier vielleicht am Leben hält. Ah, wie sehr würde ich mir eine Sniper mit Einschläf-Dingster-Bumster-Funktion wünschen. Ich muss mich mehr um meine Entwicklungsabteilung kümmern. Ich bin so schlecht, um in bewegende Ziele zu treffen. Ist. Oh, hat gereicht. Gut, 4 von 8 haben wir. Die anderen 4 kriegen wir auch noch. Kein Problem. Die haben aber gute Augen, ne? Die haben aber auch gute Augen. Die wissen halt auch noch, was sie gucken müssen. Das ist das Doofe. Ach ja, dass mir die Kinder solche Probleme bereiten und ich wollte schon dran vorbeigehen. Am Ende kann ich die sozialen Probleme dieser Kinder auch nicht lösen. So, aber zumindest gucken sie noch in die verkehrte Richtung. Da ist aber viel zu hell für meinen Geschmack. So, ich muss einfach näher ran. Ich muss näher ran, weil ich treffe nichts.
echt sagen, dass du mich jetzt schon wieder gesehen hast, oder was? Du kleiner Drecksengel. Gut, die ist jetzt auch sehr hell durch die Scheinwerfer natürlich. Jetzt auch nicht so clever. Okay, hier ist jetzt gerade der Sichtkontakt verloren, oder? Ich hoffe, ich habe ihn zumindest getroffen, dass er gleich einschläft. Getroffen müsste ich ihn eigentlich haben. Okay, den habe ich. Den auch. Ja komm, für den letzten reicht es ja jetzt wohl auch, oder? Ah, Mist, weil wenn sie dich nämlich entdeckt haben, geht das Ganze nicht mehr in diesen Zeitlupenmodus. Ach, okay, hat gereicht. Ach, super. Wir können Kindersoldaten nicht ausfliegen, ne? Das ist ja ganz klasse. Wahrscheinlich, weil sie einfach zu zart sind. Das ist natürlich, ja gut, okay. Dann hat jetzt eigentlich das Ganze nichts geholfen, außer dass ich ein paar Ressourcen kriege oder sowas. Und dass sie halt irgendwann wieder aufwachen und Alarm schlagen. Ach, siehst du mal. Oh, das war eine Missionsaufgabe, der Rohdiamant. Das ist ja auch nett. Siehst du, na gut, alles klar. Wir wollen ja aber nicht alles verteufeln hier. Dann war es ja anscheinend doch eine ganz gute Idee. Die Kinder schlafen zumindest mal wieder richtig in ihrem Leben. So, das MG nehmen wir dann jetzt mal mit. Die haben bestimmt nicht mehr so gut geschlafen wie in diesem Moment. So, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal Nachschub herbeordern, denn mein wichtigstes Utensil, der Schalldämpfer für die Betäubungspistole, ist mir mal wieder ausgegangen. Gut, D-Dog, wir gehen weiter. Wie jetzt? Das war gut. Ah ja klar, die haben mir Alarm geschlagen. Da kommen jetzt die ganzen Kinder... aus der Ferne. Gut. Und der hat einen Helm. Das ist schlecht. Der hat einen Helm. Das ist nicht gut. Der Helm ist nicht gut. Guck mich an. Guck mich an. Gut. Alles klar, das war die Verstärkung, mit der ich nicht gerechnet habe. Jetzt gehen wir aber wirklich mal weiter. Wir nehmen uns noch den Mörser mit. Denn mit einem Mörser lässt sich's gut mörsern, oder so ähnlich. Gut. Ja, das war jetzt dann so halb erfolgreich. D-Dog hat wieder irgendwelches Viehzeug entdeckt. Das gucken wir uns gleich mal näher an, ob das irgendwas ist, was wir vielleicht noch nicht hatten. Your target, the White Mamba, showed up in this village out of the blue and took command of the child soldiers. The surrounding villages have been victims of their raids and brutality ever since. But if you extract their commander, those kids will have no choice but to stand down. Should wrap up the whole situation. They're still kids. You can't kill any one of them, including the commander. If things get rough, neutralize them by knocking them out or by tranquilizing them. Oh. Ach, das ist eine blöde Stelle. Ach, du blöder Vogel, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Na, super. Helm oder nicht Helm? Hm, kein Helm, aber eine ziemlich coole Sonnenbrille. Mein Kleiner. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Meisterschütze, MacRalph. So offensichtlich zu bewegen. Oh. Zumindest habe ich ihn getroffen, oder? Dann wird auch gleich einschlafen. Oh. Und einen Gefangenen entdeckt. Okay. Könntest du mal aufhören, da hinter dem Pfosten zu stehen? Dann könnte ich dich jetzt mal... Ja gut, jetzt müsste er dann auch tatsächlich irgendwann mal einschlafen, so oder so.
Gut, schlaf schön. Okay, mal nicht zu viel Lärm machen hier, Snake. Oh, Rohdiamanten. Ja, man sollte es nur auch Kinder, ne? Sowas Unvorsichtiges. Hier einfach so einen Rohdiamanten auf dem Holztisch liegen lassen. Das nutze ich natürlich. So, lass ihn schlafen. Komm, Didok, lass ihn schlafen. So. Den Mörser nehmen wir auch mit. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, Snake. Ganz ruhig. Weg vom Spielzeug. Weg vom Spielzeug. Komm. Komm. Ganz ruhig. So. Hier. Fallschirm anbinden. Und wegschicken, das Ding. So, lass jemand anderes damit spielen. Gut. Da scheint ein Gefangener zu sein. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Aha. Okay. Also werden wir uns da jetzt mal... Step by step. Oh, baby. Oder so ähnlich. Durch dieses Ding hier durcharbeiten. So, da brennt die glodernde Flut oder fludernde Glot oder so ähnlich. So, die Türen sind zu. Da laufen zwei. Wir hatten Helm, ne? Gut. Shit. Geh bloß nicht da hoch. Also getroffen habe ich euch beide. Eigentlich auch in den Kopf. Warum schlaft ihr nicht? Also will ich jetzt mal kurz beobachten. Aber normalerweise, wenn ich sie getroffen habe, müssten sie dann, ja, zumindest nach einer Zeit einschlafen. Und der zweite Kamerad auch, oder? Jawohl. Den da oben lassen wir einfach ein bisschen spazieren gehen. Das stört uns jetzt nicht weiter. Was ist denn das? Ein Gefangener? Hier ist auch nochmal ein Gefangener. Von Gefangenen war doch gar nichts die Rede. Oh! Die Kids lassen ihre Rohdiamanten überall rumliegen. Jetzt sehe ich da drüben noch ein paar Ressourcen. Die nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Ach, wundervoll. Ich weiß, ich freue mich jedes Mal wieder ein Schnitzel auf, wenn es dieselben Sachen sind und man nur die Kreistaste drücken muss. Aber ich freue mich über alles, was ich finde, ne? Das ist so diese menschlich angeborene Sammelwut. So, und ich hoffe, dass die Kids auch relativ lange schlafen. Ich meine, es sind dieselben Betäubungsdosen wie bei Erwachsenen. Also von dem her müsstet ihr eigentlich recht gut damit schlafen, ne? Oh. Eine Lady. Warte mal, wir holen dich raus. So. Alles wird gut. Ich habe zwar gar nicht mit ihnen gerechnet, aber wir holen sie hier raus. So, nur fliegen ist schöner. Die freut sich immer besonders. So, das ist das Schiff und ich würde immer mein... Ah, okay, sag ich doch, meinen Arsch drauf verwetten. Dass der Kamerad Schmalfuß hier auf diesem Schiff ist. Da unten ist aber noch ein Gefangener, den ich mir natürlich noch gerne holen möchte. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Die schlafen alle. Irgendwo war einer unterwegs, den ich jetzt nicht mehr sehe. Und da hinten läuft einer Patrouille. Aber hier auch. Ich würde jetzt mal behaupten, dass umso weniger Kindersoldaten hier unterwegs sind, umso besser. Aber auf der anderen Seite... So, ach so, jetzt, ja, jetzt kommt es natürlich gerade. Wenn natürlich der Anführer auch ein Kind ist, und das wird er logischerweise sein, dann werde ich ihn auch nicht Falten extrahieren können. Also, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Den werden wir zum Hubschrauber bringen müssen. Doof wäre dann nur trotzdem, wenn uns irgendein Kili angreift, weil wir sie ja auch nicht töten sollen und wollen. So, dann fliegen wir den Kameraden hier mal aus. Oder die Lady, was auch immer es ist. Ach! Das ist ein Feind. Na dann schlaf du erstmal. Bist du ein Kind? Ja, du bist auch ein Kind. Alles klar. Du schläfst umso besser. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir nicht noch mal, lieber nochmal ein bisschen Nachschub nachhole. Ich glaube, das kann nicht schaden. Schalldämpfer hat noch niemandem geschadet, schon gar nicht mir. In der Zwischenzeit versuche ich vielleicht noch den einen oder anderen auszuschalten. In der Hoffnung, dass der Nachschub nicht entdeckt wird. So, was haben wir hier Schönes? Sieht nach Loot aus, hat aber keins. Kein Loot? Kein Loot für Snake?
Na gut. Meter und zack, ist es da. Alles klar. Doch, alles ist gut. Okay, dann war das nur eine Gefangene. Ist mir auch recht. Und jetzt muss ich aufpassen wie so ein Schießhund. Ich habe hier vier Leute und einen. Ich würde mal wetten, dass... Jetzt los. Was war das denn? Ach, der Kamerad da oben. Der hat die Eingeschlafenen entdeckt. Ah, und alles ist in Aufruhr. Super. Gut, das Gute ist, die schwärmen aus. Und ich kann... Oh! Platten Diamanten übersehen. Mir in aller Ruhe, hoffentlich in aller Ruhe, die weiße Mamba schnappen. Gut, das werden wir dann in Video Nummer 73 sehen. So wahr mir das Spiel helfe oder so ähnlich. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und dann gucken wir mal, ob wir die weiße Mamba gefangen nehmen können. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Reingucken. Bin gespannt, was hier noch passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.